Nein. Zuschauen, gell? Also ein bisschen was rechts von mir. Grüß euch. Alle miteinander. Ich habe heute wieder Holz gekriegt, gell? Deswegen schwitze ich auch so. Jetzt habe ich einen roten Schädel, weil ich mich ein bisschen angestrengt habe. Das kommt relativ selten vor, deswegen schaue ich jetzt wirklich aus wie ein Indianer. Jetzt zeige ich euch nur noch mal schnell, so drüber schauen, wie das Holz da ausschaut. Fällt schon wieder leicht dabei. Da hat einer Kollersteckel angerissen, gell, und das wäre normal Holz gewesen zum Entsorgen. Und da hat er mir halt gesagt, ja, ob ich das brauchen kann, sage ich ja sicher her, da vor die Haustür, volles Rohr. Ich werde das jetzt legen und zusammenschlechten und damit wäre ich mir nachher Vordachel und unter Umständen geht es das Carport auch aus damit. Gewisse Sachen verwenden. Gell? Jetzt schauen wir mal das, wie das ist so. So, die Kamera zu schnell geschwenkt, ja. So, das ist meine Einfahrt. Da habe ich schon zusammengeschlichtet auch. Das waren insgesamt jetzt 4 so Traktorfuhren. Da habe ich sogar noch einen Holzstamm gekriegt da. Mal schauen. Den kann ich nämlich auch noch verwenden. Da hinten liegt das Holz. Da liegt eine Menge Holz. Ja, das wird jetzt einmal sortiert nachher gleich, dass man weiß, was Brennholz ist und was zum Brauchen ist und gleich zugeschnitten nachher in der richtigen Größe. Da landet ein Auto dazwischen. So, und da ist auch noch ein Berg Holz. Ja, nicht wenig halt, wie man sieht. Und das werden wir jetzt verwerten nachher. Das wird dann nachher irgendwann wieder erfüllt und werde ich sagen, so, und das ist jetzt das Holz, was ich da jetzt verwertet habe. Weil das Holz, was da liegt, das ist auch optimal austrocknet. Das wird jetzt noch zerkleinert und kommt dann noch auf den Dachboden rauf. Das werden dann nachher solche Dinge zum Drechseln und so geklampert werden halt, ne? Okay, ich wünsche euch was. Für euch.